Digitalisierung ist die größte Gestaltungskraft, die wir zur Verfügung haben. Und die sollten wir nutzen zum Schutz von Umwelt und Klima. Und wir setzen wirklich darauf, dass wir Veränderungen in Deutschland hinbekommen, dass wir Fortschritt mit Mut angehen und gemeinsam entschlossen gute Ideen auch umsetzen in den nächsten Jahren. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland befragt, ob sie einen Zusammenhang sehen zwischen Digitalisierung und Klimaschutz. Etwa ein Drittel sagt, ja klar, Digitalisierung ist gut fürs Klima. Ein Drittel sagt, Digitalisierung ist schlecht fürs Klima. Zugleich gibt es aber auch berechtigte Hoffnungen und Optimismus, dass wir Digitalisierung viel stärker so einsetzen könnten und dass es auch bereits technische Lösungen gibt. Es wird durch IT auch eine Ressourcenschonung geben. Wir können effizientere Verkehrsleitsysteme machen, die natürlich Energie einsparen. Es gibt auch viele Anreize, die noch nicht da sind, wo der Bürger eben sich nicht so verhält, wie er vielleicht gerne würde. Und da wäre genau interessant, die Politik an der Seite zu haben, die dann sagt, das sind die Prozesse, die ich eben reguliere. Was sind die Anforderungen, die ja in Zukunft wichtiger werden? Was sind aber auch die Anforderungen aus den Tätigkeitsfeldern, die wir in Zukunft nicht mehr benötigen werden? Und zwar ist das unsere Lernfähigkeit, also unsere Lernfähigkeit als die Superkompetenz im 21. Jahrhundert. Im zweiten Schritt, wenn es jetzt um digitale Bildung geht, wenn es um Lehrpläne geht, wenn es um Didaktik an Schulen geht, dann muss man durchaus sagen, dass es ein Update braucht. Mehr digitale Lösungen zu wagen und vor allen Dingen auch mit einem Projektdenken ranzugehen und auch mal zu riskieren, dass vielleicht was schiefläuft, also Stichwort agiles Handeln. Wir wollen den Staat effizienter machen, wir wollen hier Wirtschaftskraft steigern, wir wollen Technologie ansiedeln. Wenn man vom Zielbild redet, ist die Vision, dass alle Menschen dauerhaft gleichmäßig von der Digitalisierung profitieren können.